Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Wir sind hier im letzten Part gelandet. Ich habe gerade keine Ahnung genau wo. Scheint so eine Art Zwischenboss zu sein. Und da steht jemand! Um Himmels Willen, den habe ich gerade... Wer ist das? Bin ich das? Wieso stehe ich da? Hä? Um Himmels Willen, was ist hier? Was geht hier ab? Er hat mein Schwert gestunnt. Er kann mein Schwert stunnen. Hör auf damit! Und er kann auch noch... Wer bist du? Kleiner Freund? Ich gewinne! Ja, das hast du nicht kommen sehen, ne? Verdammt, das hat es doch kommen sehen. Mann, was bist du denn? Warum kämpfe ich eigentlich gegen mich? Kann mir das jemand sagen? Das ist Schattenlink, ne? Und er spammt ziemlich. Oh Gott. Ich habe keine Chance gegen mich. Vor allem, wenn er andauernd so macht. Himmels Willen, er macht auch ziemlich viel Damage, habe ich das Gefühl. Autsch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich krieg den nicht down. Ich werde gleich drauf gehen, wenn es so weitergeht. Moment, es muss eine andere Idee geben. Ja, Navi, danke, dass du so schnell reagiert hast. Was sagst du mir über den? Der schwarze Maser. Oh nein, Gott, das bin ja ich. Besiege deine schwarze Seele. Und sterb dabei elendig. Egal, ich habe eine Fee dabei. Danke. Au, lass es sein! Vor allem hasse ich Navi dafür, dass sie... ...nicht immer direkt ihn anvisiert. Ich habe überlebt. Wenn jetzt heißt, ich habe keine Fee dabei... Oh, Gott sei Dank habe ich eine dabei. Aber ich setze nicht ein. Wer weiß, ob ich hier Fässer finde. Es wäre mir lieb, wenn ich welche finden würde. Himmels Willen, ich habe mir sehr viele Probleme gemacht. Oh Gott, das war die falsche Tür. Oh Gott, das war die falsche Tür. Oh Gott, das war die falsche Tür. Oh nee, ich sitze gleich vor dem Viech und muss irgendwie vorbeikommen. Oder auch nicht. Ich will doch nur ein paar Herzen, verdammt nochmal! Ja, der Enterhaken, dieser ist viel besserer Fähigkeiten. Er reicht doppelt so weit. Okay, es ist der Enterhaken. Nur können wir jetzt doppelt so weit haken. Warte, nee. Nee, die Hymne der Zeit. Wie ging die Hymne der Zeit nochmal? Hymne der Zeit. Achso, okay. Es ist leider nicht so wie ein Klavier, obwohl man sich hier die Noten merken könnte, aber leider habe ich ein Problem damit. Was haben wir jetzt hier? Mann, sei vorsichtig, lass dich nicht von den Strudeln erfassen. Welchen Strudeln? Ja, das wäre nicht vorteilhaft. Und da kommt bestimmt noch einer, ne? Kann ich eigentlich... Ja, kann ich. Warum mache ich das nicht? Das ist viel sicherer. Vor allem sieht das aus. Da ist ein Herz! Ein Herz! Mein Leben hat wieder einen Sinn. Ich komme hier nicht hoch. Da ist noch ein Herz. Das nehmen wir auch mal mit. Und da ist ein Skulltula. Was zur Hölle?
Nehmen wir auch mit. Könnten uns eigentlich mal nach Kakariko aufbrechen. Unterwegs machen. Nur um wieder so ein bisschen... Ja, was zu kriegen. So, ich kriege hier auf jeden Fall ein paar Herzen. Das ist... Ups. Nein. Nick, du bist da reingerutscht, du Sau! Leute. Ich will hier nicht sein. Leute! Guck mal, was ich habe. Ich komme hier nicht mehr weg. Ups. Und ich verliere ein Herz dadurch. Das ist nicht nett. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wegkäme. Ach Mensch. Uncool. Das war echt uncool jetzt gerade. So. Vorbeischwimmen. Danke. Eine Fee! Danke. Nein, Link! Nein, Link! Nein, Link! Du blöde Sau, lass es sein! Das ist zwar beleidigend, aber in dem Fall war es zu Recht. Jetzt ziehen wir uns kurz an die Kiste ran und sind hier drin. Und kriegen einen Schlüssel. Wetten, einen Schlüssel. Wo die Tür wohl dazu ist. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Jetzt haben wir den doppelten Endhaken. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo es weitergeht, so halbwegs. Das ist schon mal vom Vorteil. Wir haben wieder volle Energie. Ich fühle mich wieder viel glücklicher, als ich dachte. Verdammter Maser, ey. Der ist immer so stark und mächtig. Und spring doch runter, du Arsch. So, jetzt können wir uns einfach rüberziehen. Doppelte Endhaken ist echt vom Vorteil. So. Ich versuche immer selber zu erkennen, wo ich gerade bin. Ich habe immer voll keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir das Wasser jetzt auf Stufe 2. Wir sind gerade auf Stufe 3, oder? Ja, wir sind auf Stufe 3. Das heißt, wir müssen das erstmal wieder runter auf Stufe 2 machen. Bin ich hier richtig? Ich hoffe es mal. Ich glaube nicht. Nee, hier bin ich falsch. Ah, diese Verwirrung. Mann! Ich muss nach rechts. Ja, warum habe ich nicht einfach auf das Portal geguckt? Da steht doch extra Wellen. Und dann geht's da rein. Und dann geht's hier weiter. So. Ab nach oben, was Ewigkeiten dauert, weil Link so langsam nach oben steigt. Anstatt mal nach oben zu schwimmen. Stell dir vor, du ertrinkst, kleiner Freund. Was machst du dann? Einfach treiben lassen. So. So viel scheint auch nicht mehr zu fehlen, ne? Wir müssen auf jeden Fall noch den Boss-Schlüssel holen. Das steht fest. Ja, ansonsten. Was ist eigentlich? Wir haben das Item schon, wir haben den Zwischenboss besiegt. So weit kann es eigentlich gar nicht mehr sein. Glaube ich auf jeden Fall. Aber ihr bleibt mich ja immer was Besseren. Und von daher, alles gut. Alles gut. Wenn wir uns die Karte mal angucken. Wir haben noch auf dem Erdgeschoss den Weg nach Norden. Den können wir jetzt bestreiten, Fragezeichen. Jetzt nachgucken. Eigentlich ja, wir haben doch jetzt den Doppelschwunghaken, ne? Den Doppelschwunghaken auch noch, ey. Wir brauchen aber... Wir haben einen Schlüssel. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. So, bevor wir da oben lang gehen, gehen wir erstmal hier lang. In der Hoffnung, dass wir hier was finden. Bam, dann gehen wir jetzt einfach hier durch. Was haben wir hier? Um Himmels Willen. Noch mehr. Ist das Strudel oder ist das Wasserfall? So. Wir siegen. Bam. Springen. Landen. Oh Gott. Tot.
Was soll mir das hier sagen? Irgendwie habe ich ein Gefühl, ich komme hier nicht so richtig durch. Ah, ich schwimme einfach hier durch, komm. YOLO. Au. So, voller Energie auch nochmal. Dankeschön. Dann geht's hier weiter. Was haben wir jetzt hier? Kurz hier runter. Ah! Oh Gott, die habe ich gar nicht erkannt. Ich habe sie gerade nicht erkannt. Bomben? Wofür Bomben? Ach, guck mal an. Dafür Bomben. Hier können wir einen Block schieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich muss den Block... Kann ich das hier auch kaputt machen? Das sieht so verdächtig aus. Ja. Ich muss den Block benutzen, um hier hochzukommen. Das ist gemein. Leute, das ist echt gemein. So. Ein bisschen hier hin. Was ich mich frage, was da gerade unter Wasser war. War das ein Schalter? Kann das gewesen, ein Schalter gewesen sein? Tatsache, es ist ein Schalter. Ich werde das Gefühl nicht los, ich muss die Kiste irgendwie woanders hinkriegen. Ich hält. Wieso komme ich erst jetzt darauf? Oh Mann! Ich muss die einfach nur auf die andere Seite rüberbringen. Was mache ich? Ich will die als Plattform nehmen, um da hochzukommen. Mann! Natürlich jetzt dumm gelaufen von mir, ne? Alter! Danke. So, dann einmal auf die andere Seite rüber. Dann müssen wir die Kiste runter zum Schalter bringen, damit der Schalter dauerhaft aktiv bleibt. Ich wollte ihn eigentlich mit der Bombe aktivieren, aber mir wurde gerade klar, unter Wasser gehen keine Bomben. Deswegen, ja. Habe ich mir gedacht, von wegen, dann muss die Kiste auch für was anderes sein. Vor allem kann ich da nicht draufklettern, wie ich mir dachte eigentlich. Aber hey, dann schiebe ich die Kiste einfach wieder komplett zurück. Dauert ja auch keine Ewigkeiten, weil Link immer Schwung holen muss und nicht einfach gleichmäßig gehen kann dabei. Oh, das ist schon Ende. So, mysteriöse Musik im Hintergrund, die könnt ihr genießen. Ansonsten sitze ich gerade hier und versuche diese verdammte Kiste wieder zurückzubringen. Da, wo sie eigentlich hin sollte. Was mir sehr früh eingefallen ist. Sehr früh, muss ich zugeben. Sehr früh. Ich möchte gerne in der Aufnahmesession den Dungeon hier beenden. Bevor ich dann in die neue Wohnung rüberfahre und den Schrank weiter aufbaue, damit ihr wieder flüssig Videos habt. Also flüssig im Sinne von regelmäßig. So, fall runter! Jetzt aber, komm. Dankeschön. Ach, das Wasser steigt einfach. Ja, warum schwierig machen, wenn es auch einfach geht? So. Hier ist auch keine Kiste. Ist da irgendwas hinter mir? Das sah gerade so aus, deswegen. So, dann gehen wir jetzt in den langen Raum, der um die Kurve führt und... Scheint es ein Rätsel zu geben. Oder ich muss auf Schnelligkeit arbeiten. Deckt mich! Lass mich in Ruhe! Kein Interesse an euren komischen Sachen. Bin ich unter Wasser? Oh Gott, da kommen Steine. Ich muss da runter. Das ist Gurtula! Stein? Die Steine lassen sich auf jeden Fall Zeit. Da fällt einer.
Schnell hier runter, mit der Stanz nicht erwischt. Denn hier ist eine Muschel. Na, hier ist auch eine Kiste, die wollen wir haben. Eine Schatzkiste. Hier brauchen wir einen Schlüssel? Ist das dein Ernst? Hä? Woher? Ich weiß woher. Jetzt haben wir das ganze Rätsel gemeistert und das umsonst, wo wir erst in die zweite Etage und dann in die erste Etage müssen. Ist das deren Ernst? Wenn ja, dann werde ich aber stinkig. Was auch immer gerade gerattert hat. Steine! Ah, das sind diese Ratterteile, diese Räder da. Ach, die sind von hier! Natürlich sind die... Was hat mich da gerade getroffen? Hä? Können die schwimmen? Die sind hier einfach mit runtergerollt. Läuft! Na klar! Warum nicht? Oh Mann, ich bin... Fein! Ich komme gerade nicht richtig voran, ne? Ich gehe 1000 Wege, kann ich weitergehen, weil immer eine... weiterer Schlüssel verlangt ist. Und das ist gerade ein bisschen... abfuckend. Moment mal. Da ist doch... Wer sagt mir denn, dass ich überhaupt das Wasser hochmachen möchte? Ich kann auch einfach hier im Kreis gehen, oder nicht? Wenn ich so mal genau überlegt, stimmt das sogar. Ich könnte einfach hier um die Ecke gehen. Das aktivieren. Und genauso gut jetzt darüber gehen. Und schon bin ich drüben. Und das ohne das Wasser zu steigen. Ach, sieh einer an, dann sind wir hier. Wir können jetzt hier durch und dann haben wir hier eine Kiste. Und da ist bestimmt der Schlüssel drin. Und jetzt überlegt euch mal, ich wäre so blöd gewesen und wäre den ganzen Weg gegangen und hätte das auf Level 2 gebracht, das Wasser. Und dann auf Level Dings und dann so weiter und so fort. Und dann frage ich mich gerade, wie ich hier wieder rauskomme. Da muss ja da hier ein Haken sein, ne? Oder? Ja. Oh, ist das verwirrend, ey. Aber jetzt kommt mir so langsam Klarheit. So, jetzt war ich gerade in Etage Nummer 3. Ah, es gibt Schaden, okay. Oh Gott, wo ist das Wasser? Natürlich gehe ich erstmal ganz im Kreis. So, wie es die coolen Kids heutzutage machen. Einmal im Kreis gehen. Und schon wieder diese Steine. Die mich gerade angegriffen haben. Warum sie das auch immer getan haben. Warum sie auch immer hier runtergerollt sind. Als ob sie mir gefolgt sind bis hierhin. Gut, dann haben wir jetzt wenigstens... Und ich kann mir vorstellen, hier kriegen wir den Boss-Schlüssel. Und dann können wir dann direkt im nächsten Part direkt den Boss machen. Ich bestimmt wieder, wie wohl Vagia verkacken werde, aber das macht ja nichts. Ich habe ja eine Fee dabei und von daher werde ich wieder mit einem Herz überleben. Ja, Leute, so läuft mein Geschäft. Ein Herz, mehr brauche ich nicht. Warum zur Hölle kann ich... Spiel! Lass mich hier wegschwimmen! Was auch immer dein Begehr ist, lass mich einfach hier wegschwimmen! Was es auch immer gerade sollte, ich hatte keine Ahnung. Wenigstens muss ich die Kiste nicht an den Punkt wieder zurückschieben. Heyo! Wiedersehen! Krieg ich euch später, wie Nelson sagen würde. Mann, ihr Nervensägen! Sterb! Nun droppt er noch nicht mal was! Was soll die Scheiß? Ah ja, stimmt, da war ja was. Der Maser, der sollte vielleicht das nächste Mal einfach zur Tür gehen. Ich habe den Countdown gehört und voll ignoriert, dass der läuft und dachte mir so, ach, interessiert mich eh nicht.
So, Stein, roll runter. Danke. Hier ist wieder eine Muschel. Diesmal ignorieren wir sie aber. Dann kümmern uns direkt, was hier oben ist. Und ich gehe davon aus, dass wir hier dann direkt, wenn wir hier reingehen, eben den Bossschlüssel sehen. Ja, wer hätte das denn gedacht? Gut, damit haben wir den schon mal. Mit ultimativen Lags, das war cool. Hier ist mal eine Fee. Wisst ihr was, Leute? Man kann nie sicher genug sein. Oder man ist einfach ein Idiot und rennt einfach rein. So wie es die coolen Leute machen. Man kann sich ja neue holen, oder? Ja, eben. Dankeschön! So, Items. Dann tun wir die Bomben wieder dahin. Dann habe ich zwei Feen, die mir Sicherheit bieten. Leute, zwei Feen? Das ist eine Menge. Damit fühle ich mich sicherer als bei Volvagia. Vielleicht ist es einfach nur die Angst, die ich habe, dass ich wieder ultimativ verkacke. Wie in Volvagia. Gut, dann würde ich sagen, wir werden den Part hinter dem Raum hier verlassen, hinter dem Raum hier beenden. Ja, hier fühle ich mich sicher. Ich bedanke mich fürs Reinschalten im nächsten Part. Das Finale des Wasser-Dungeons, Wasser-Tempels, Wasser, was auch immer. Ich hasse ihn und ja. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und Masa la vista, Baby.